Therapeutische Impfung. Impfstoffe können auch zur Behandlung von Krebs eingesetzt werden. Ja, das mag seltsam klingen, denn normalerweise wird vorher geimpft, damit man eben nicht krank wird. Das nennt sich eine Vorsorgemaßnahme. Solche Impfstoffe gibt es für verschiedene Krebsarten, vor allem den Gebärmutterhalskrebs und noch für 7 andere Krebsarten. Sie alle entstehen durch HPV-Viren, also humane Papillomaviren, die Zellen infizieren und Tumore auslösen können. Die Immuntherapie nutzt das Prinzip der Impfung, um den Krebs zu bekämpfen, sogar wenn man bereits erkrankt ist. Das ist eine Therapiemaßnahme. Krebszellen stammen von den körpereigenen Zellen des Selbst. Sie sind Zellen des veränderten Selbst und dem Selbst damit sehr ähnlich. Das Immunsystem toleriert sie und kann sie manchmal nur schwer erkennen. Deshalb muss es lernen, sein Ziel ausfindig zu machen. Also zurück auf die Schulbank. Egal um welche Krankheit es sich handelt, das Prinzip der Impfung ist immer dasselbe. Dem Immunsystem muss beigebracht werden, die Krebszellen effektiv zu bekämpfen. Dazu muss es erst einmal sein Ziel erkennen, das Antigen der Krebszelle. Dann werden die Zellen so trainiert, dass sie dieses Antigen mit dem richtigen Antikörper, einem harpuneartigen Detektor, angreifen. Yep, wir sind bereit! Um unser Immunsystem so zu schulen, dass es sein Ziel erkennt, gibt es die unterschiedlichsten Strategien und Impfstofftechniken. Für Krebserkrankungen, aber auch für andere Krankheiten. Thank you.